wir haben ja so den Slogan, vielschichtig verwurzelt und vernetzt. Mhm. Und ich finde, das trifft es ganz gut, weil wir sind nicht isoliert. Hier einfach ein Hotel, das sein Ding durchzieht, sondern wir sind sehr stark vernetzt mit dem Dorf, ja, mit den Bauern, die uns beliefern mit Käse, Butter, Eier, ja, Fleisch, Gemüse. Ja. Manchmal produzieren sie auch Kuchen oder Sauerkraut, also solche Sachen, ja, die wir dann fertig einkaufen. Stizionetta ist romanisch und das heißt kleiner Laden. Und das ist unser Dorfladen, der Bauernladen, der auch in der ehemaligen Milchzentrale untergebracht ist, wo die Feldisserinnen und Feldisser ihre handgemachten und hausgemachten Produkte verkaufen können. Ökonomat, wo wir die trockenen Nahrungsmittel haben. Mhm. Zum Beispiel das Mehl, das kommt vom Tal unten, mhm, oder das Ruchmehl. Das holen wir dann immer direkt beim Bauern. So. Großen Sack. Darf ich? Ja. Und das ist Gran-Alpin-Mehl, das heißt, es wächst über 1000 Meter Höhe. Okay, Bioknospe, Ruchmehl. Du bist ja noch ein bisschen. Genau. 1, 2, 3. Perfekt.